Der letzte Schritt waren die klassischen Funktionen. Ich muss einfach Position beziehen bei Summe. Dann gehe ich auf Registerkarte Start, Autosumme Sigma auf dem Pfeil nebendran, Summe ansteuern und schwupps, Bereich markieren, Enter. Da habe ich Summe von Mengen. Ich sehe, im Ganzen liefere ich 72 Artikel. Ob sie vergleichbar sind, ist eine andere Frage. Aber so ist es. Dann sage ich noch schwupps Mittelwert, Bereich markieren und ich sage im Schnitt pro Artikel liefere ich 6 Stück. Maximale Lieferung wird gegeben durch Formel Max, natürlich von diesem Bereich und ich sehe maximal 10 Stück pro Artikel, minimal. Das ist ein Stück pro Artikel und Anzahl Positionen. Ich habe jetzt, gestern haben wir mit 15 gearbeitet, jetzt habe ich auf 12 reduziert. Ui, jetzt habe ich zu viel gedrückt. Muss ich einfach von Hand markieren, kein Problem. Und Enter, das sind 12 Positionen. Und jetzt, wir konnten natürlich diese 5 Funktionen auch drüber ziehen, da wo es einen Sinn macht. Da, wo es einen Sinn macht. Hier macht das keinen Sinn. Die Abschreibungen eventuell würden einen Sinn machen, außer Summe, weil das pro Artikel ist. Und da haben wir nichts. Also lassen wir so stehen. Selbstverständlich formatiere ich das anständig. Franken müssen mit 2 Dezimalstellen formatiert werden. Und das war's.